Hey ho, Projekt Weepin, Teil 8, glaub schon. Tja Leute, ihr seht es, da hinten ist alles abgedeckt. Ich habe die letzte Zeit hier herin ja, ein bisschen mit der Farbe punchen müssen. Und ja, Teile sind auch noch nicht da, soll aber morgen kommen laut DHL. Bin ja gespannt, was wir heute machen können. Innerhalb dreiviertel Stunde müsste David da sein. Dann werden wir den Monitor ins Kabinett reinsetzen. Also die Halterungen, so dass der Monitor sauber drin sitzt. Und was er gemacht hat. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da ist er. Nee, da ist er nicht. Hier sind schöne Dinge. Was bin ich jetzt? Jo. Und was er gemacht hat, einen schönen Rahmen für den Monitor, der dann ringsherum abschließt. Ich habe zwar noch keinen genauen Plan, wie er das alles vorhat, da dann reinzusetzen, aber wir werden sehen. Ja, ich habe es ja gesagt, bei mir wird der Monitor einfach so zum Rausnehmen sein. Keine Kippfunktion, ganz einfach. Gut, ich richte hier jetzt schon mal ein bisschen her und wir sehen uns dann wieder, ja, wenn der David da ist und wir loslegen können. Oder der David loslegen kann, weil das ist heute ein Job für den David. Wie gesagt, ich bereite schon mal ein bisschen vor. Was auf alle Fälle weg muss, geht mit zwei Schrauben, ist das Philips-Emblem. Weil das hier jetzt noch auszufräsen komplett, würde mir der Rahmen viel zu dünn werden. Auf der Seite ist er übrigens etwas dünner als drüben, dass wir hier den Abstand nach links und rechts ausgleichen. Unten ist er hier auch ein bisschen breiter als oben. Ja, dann schraube ich das Teil jetzt weg. Und dann gucke ich mal, ob ich mir schnell eine Feile schnapp und dann hier ist dann noch eine kleine Nase, ob ich die da gleich reinfeile. Erwähnte ich schon, dass ich so Feilarbeiten hasse. Naja, der Schreiner hätte es vielleicht anders gemacht, aber ich wollte es ja vorbereiten und der Metaller nimmt halt eine Feile. Ja, wo ich eventuell noch feilen muss, sind die Ecken bzw. an dem Rahmen sind Rundungen und da befürchte ich fast, dass das so nicht hundertprozentig drüber geht. Ja, dann müssen wir halt eventuell in die Rundungen noch Ecken reinfeilen, aber das geht relativ fix nachher. Ja, jetzt noch schnell Ecken in die Rundungen reinfeilen und dann sollte der Rahmen ohne Probleme drüber gehen. Tja Leute, meine Definition von runden Ecken. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ganze jetzt drüber geht. So rum, ja. Ja, so rum kann man sagen. Nein, so rum. Da müssen wir schon passen bleiben. Nein, passt noch nicht ganz. Ein bisschen muss ich die runden Ecken noch ausfeilen. Aber das Ding hier sieht gut aus. Wunderbar. Also die Ecken sind jetzt wieder runde Ecken. Also rund gefeilt, geschmirgelt. Und was muss ich jetzt feststellen? Der Rahmen, ja, er von der Ecken her passt er jetzt wunderbar. Aber ja, hier im hinteren Bereich muss er noch ein bisschen runtergenommen werden. Ja, scheiße. Weil wir würden zwar drauf pressen können, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Oh, die Abstände wären gut. Also bloß noch in der Breite. Beziehungsweise in der Originalvariante in der Höhe.
fast, Leute, fast. Noch geht es ein klein bisschen streng, aber es geht schon wesentlich leichter. So, und so lasse ich den jetzt. Jetzt kann man doch relativ angenehm leicht drüber. Die Aussparung ist drin. So, David, du kannst weitermachen. Ah ja. Also ich wollte es ja eigentlich ganz einfach haben, dass wir unten drunter Holzklötze haben und hier bloß so Winkel, dass man die Leisten bloß neilegen braucht. Aber ja, der David meinte wieder, er muss es nach seiner Methode machen. Du Maul. Ja, so ist halt unnötige Schrauberei. Nein. Doch. Oh, jetzt schupft er mir auch noch weg hier. Wenn du eine Schraube da ausmachst und die eine bloß leicht löst, kannst du sogar rein theoretisch ein- und aushängen. Naja. Lass mal machen. Ich schau mal, das was wird. So, er hat jetzt einmal hier links und rechts das erste Brett angezeichnet. Lass mal jetzt einmal erst alles neischrauben und dann gucken wir uns das Ganze an. Jo, die Leisten wären drinnen. Jetzt probiert der David, ob er den Monitor da reinkriegt. Tipptopp. Liegt da sauber überall drin? Ja, sicher. Da liegt schön schnell auch. Gut. Und wie hast du das weiter vor? Machen wir seitlich bloß eine Auflage leisten, wo der Rahmen auflegt und Arschlecken. Und Arschlecken. Dann mach mal. Links und rechts noch Aufnahmen für den Rahmen. Und dann gucken wir doch mal jetzt, wie das Ganze passt. Wahrscheinlich müssen wir den Rahmen noch ein klein bisschen nachbearbeiten. Drin wäre er. Ich mache jetzt mal das Licht hier aus, damit es nicht ganz so extrem spiegelt. Jetzt ist die Überlegung, mach den Rahmen mal wieder raus. Der sollte relativ einfach rausgehen, ohne dass man da eine halbe Stunde rumprobeln muss. Und das ist schon kacke. Nee, jetzt da. Jetzt da. Nee, es geht eigentlich. Warte, probier's nochmal. Einmal runter. Wenn der zweite einmal drinnen und draußen war, dann geht das schon. Ja. Du meinst Eigenabnutzung? Ja, und das Gute ist, wenn er nämlich stramm ist, dann wackelt der Fernseher. Typisch Rainer. Nee, dann wackelt der Fernseher nicht. Dann hast du das ist kein Fernseher, das ist ein Monitor zum 100. Mal. Das ist mir scheißegal. Nee, aber wenn du das so hast, dann besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass der Bildschirm, der Monitor wackelt. Und vor allem gerade, wenn man dran rumreißt oder so, wenn man spielt, dann ist das schon mal ganz gut, wenn das alles schön fix ist. Ja, lass mal drin. Ja, lass mal gucken. Und dann muss ich das hier ein bisschen rein und dann geht das. Dann hoffe ich jetzt, dass die Vertiefungen hier tief genug sind, dass die programmierbaren LEDs auch wirklich schön versenkt sind, dass wir da keine Probleme haben und dass nachher dann die Metallleisten ja nicht übers Holz drüber gehen. Da bin ich ja gespannt. Aber das wissen wir hoffentlich alles morgen. Ja Leute, dann hätten wir den Monitor so weit drin fixiert. Wieder ein großer Schritt voran. Muss ich so sagen, gefällt mir doch recht gut. Und wie es dann weitergeht, kommt dann in der nächsten Folge. Ich glaube, wir haben für heute jetzt mal genug gemacht. Ich habe ehrlich gesagt auch gar keinen Bock mehr. Ich wüsste doch gar nicht, was ich sonst jetzt noch machen soll ohne dieses andere Zeug. Tja Leute, das war's dann für heute.
Danke, David. Ja, ja, willkommen. Der kann mich mal kreuzweise und spiralförmig. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski.